Bäume, Bäume, Bäume. Du hast recht. Der Wald ist das Langweiligste, was es gibt. Und gerade deshalb ist er ja auch so spannend. Politik, Wirtschaft, Verbänden, die föderale Struktur noch mehr vernetzen. Wie. Jeder von uns weiß nur immer einen Teil. Oder? Und deshalb glaube ich, wenn man hier auch mit dem Forstverein weiterhin gut arbeiten kann, sie schildern uns ihre Anliegen, wir können schauen, was können wir umsetzen, was sind Dringlichkeiten, Priorisierungen werden wichtig sein, dass man wirklich auch bei den Herausforderungen sagt, das ist jetzt absolute Priorität. Dann bin ich überzeugt, machen wir unseren Job gut und das geht wirklich nur in Kooperation. Dem gesetzlich absolut geschützten Wald kommt sehr große Bedeutung zu. Aber damit diese Bedeutung auch eingesehen wird, braucht es ein neues Waldverständnis. Es braucht ein Verständnis, dass Wälder mehr sind als Holzlieferanten und eine grüne Lunge. Es braucht mehr Respekt und Anerkennung für den Wald. Es braucht ein verständnisvolleres Miteinander als ein Gegeneinander. Es braucht mehr Waldvertreter und es braucht mehr Förster im Wald. Meine Damen und Herren, geht es um den Wald, geht es deshalb um viel. Es geht um Lebensarten, es geht um diese Ruhezonen und es geht darum, wie wir alle Beteiligten miteinander in die Zukunft nehmen können. Ce que je prends vraiment pour la suite, c'est l'enthousiasme. C'est cet enthousiasme que j'ai senti chez chaque chez chacun, chez chaque participant, mais aussi chez chaque personne qui est intervenue. Cet enthousiasme pour la forêt, je pense que la forêt peut jouer un rôle extrêmement important comme lieu de connexion avec le vivant. Parce que c'est en fait ce lien avec le vivant qu'on a largement perdu dans notre manière de vivre aujourd'hui. Et ce lien, on peut le retrouver très facilement dans la forêt qui est toute proche de chacun, de chaque Suissesse, de chaque Suisse. Ich hoffe auch, der Wald bleibt uns erhalten, so wie er ist. Ich genieße den Wald privat. Ich hoffe, dass man so ein gutes Gleichgewicht findet zwischen diesen, was wir auch gehört haben, Holznutzung, zwischen Biodiversität, Umweltschutz. Vor allem auch, was erwähnt wurde, dass der Wald in Zeiten der Digitalisierung so eine Art Ruhepol ist, aber gleichzeitig auf den wir auch sehr angewiesen sind. Also es wirkt teilweise auch anachronistisch, aber wir müssen uns trotzdem immer darum kümmern, auch wenn es wie ein konservatives Feld wirkt, ist er eigentlich sehr zukunftsweisend.
Ja, die Veranstaltung ist sehr abwechslungsreich. Sie ist sehr anspruchsvoll mit wirklich herausragenden Teilnehmern und Beiträgen. Und es wird spannend zu sein, jetzt noch die weiteren Verläufe und morgen die Exkursion zu erleben. Darauf freue ich mich sehr.